Mein nächster Gast oder der nächste Kandidat, der sich euch vorstellen wird, ist der Fahrenheit. Und auch der Fahrenheit hat 10 Minuten Zeit, sich vorzustellen. Ja, der Fahrenheit heißt Christian Kunze im normalen Leben, ist am 22. November 1984 geboren. Jeder kann sich dann ausrechnen, wie alt ich bin. Ich bin Fachinformatiker vom Beruf, Pirat jetzt seit fast 3 Jahren. Und bin auch im Dantes-Vorstand. Ich versuche jetzt schnell mal alles so Wesentliche abzurattern und hoffe, ich vergesse wieder nichts. Ja, war mal in der SPD vorher, also bin schon ungefähr 10 Jahre politisch aktiv und bin 2009 aus der SPD ausgetreten im Frühjahr. Dann waren die Bundestagswahlen. Da muss ich ehrlich zugeben, da bin ich das erste Mal auf die Piraten aufmerksam geworden. Und habe mich ab Ende 2009 dann halt hier in Halle den Stammtisch angeguckt. Wollte, bevor ich Mitglied werde, wieder von einer neuen Partei, eigentlich wollte ich überhaupt nicht mehr eine Partei, nachdem ich bei der SPD ausgetreten bin, wollte ich erstmal gucken, was mich erwartet und bin dann am, hoffentlich sei es richtig, am 23. Februar oder so bin ich Pirat geworden, 2010. Ja, so, was zur Vorstellung. Bin in Wippra geboren, das ist im Harz, komme ursprünglich aus Hettstedt, wohne seit 5 Jahren ungefähr jetzt hier in Halle, habe in Halle kandidiert zum Oberbürgermeister, bin es auch knapp nicht geworden. Nein, ich lag so im Durchschnitt mit 3,25%, also ist jetzt nicht gerade im Grund zu feiern, die Umfragen hatten zwar 5% gesagt und ich hätte mich wirklich gefreut, wenn wir auch die 5% geschafft hätten, weil das ist ja auch die Grenze, die man braucht, um praktisch im Bundestag zu kommen. Aber ich denke, das schaffen wir auch jetzt noch zur nächsten Wahl. Ja, jetzt muss ich überlegen, habe ich irgendwas vergessen? Ja, ich habe auch schon mal kandidiert und zwar zur Landtagswahl hier in Sachsen-Anhalt. Björn und ich, der hier auch sitzt, hatten die gleichen Stimmen. Und wir hatten aber keine Lust, hier nochmal alles umwehen zu lassen und die Zeit. Und da haben wir uns geeinigt, wir schmeißen einfach eine Münze. Ja, Björn hat es leider auf 5 geschafft, ich war dann 6. Aber ich würde es aber nochmal machen. Ja, ansonsten können die Leute mich ja fragen. Gut, dann kommen wir zu den 5 Standardfragen. Die erste ist, welche Eigenschaften unterscheiden dich von den anderen Bewerbern, die dich qualifizieren, einen oberen Listenplatz zu bekommen? Was mich unterscheidet? Ich muss ehrlich sagen, die Standardfragen habe ich auch nicht gelesen. Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet hier. Unterscheiden tut uns wahrscheinlich alle die Art und Weise, wie wir etwas machen. Also jeder ist so, hat so seine speziellen Skills. Der eine ist eher, ich sag mal, sanfter, der andere ist eher jemand, der etwas durchziehen möchte. Ich denke einfach, ich habe fast nie im Hinterkopf, dass ich irgendjemanden vor den Kopf stoßen könnte. Ich mache einfach das, was ich für richtig halte und versuche nicht irgendwie zu tangieren oder so. Aber das ist jetzt keine Unterstellung, dass die anderen das machen würden. Also da weiß ich, dass es viele nicht machen. Ich sage nicht alle, aber viele nicht. Und keine von. Aber was mich jetzt direkt unterscheidet, ist einfach, ich will eigentlich das System verändern, das wollen die anderen auch. Und ich denke, wir haben alle dieselben Ziele vor Augen, dass wir eigentlich mehr direkte Mitbestimmung wollen. Und das sollte ja praktisch das Ziel von jedem Mitbewerber sein. In dem Sinne unterscheide ich mich nicht großartig auch von den anderen. Es sei denn, einer möchte diese Ziele nicht, die Piraten verfolgen. Hast du dich schon darauf vorbereitet, als Kandidat der Piraten Sachsen-Anhalt anzutreten? Und wie sieht diese Vorbereitung aus? Die Frage können wir abhaken. Ich habe mich nicht grundlegend vorbereitet. Ich glaube jetzt auf die Kandidatur oder
auf dem Bundestag oder wie ist das jetzt speziell gemeint? Ja, okay. Also vorbereitet habe ich mich in dem Sinne, dass ich ja eigentlich das Grundsatzprogramm habe ich schon seit Ewigkeiten immer durchgekaut. Ich bin bei den Parteitagen dabei, bei den programmatischen, nicht bei den Parteitagen, wo ein Vorstand gewählt wird, weil das hat bis jetzt, dachte ich, dass das nicht wichtig wäre, aber man sieht schon, wenn man bekannter wird, ist es wichtig. Im Sinne versuche ich jeden Tag eigentlich dran zu bleiben an den Themen, aber ich habe jetzt mich speziell auf nichts vorbereitet. Nicht jeder hat nur Freunde. Und daher würde mich interessieren, wie du dafür sorgen willst, dass dich auch Leute unterstützen, denen du in der Vergangenheit auf die Füße getreten bist, beziehungsweise die du vielleicht auch mal persönlich angegriffen hast. Ich muss ehrlich sagen, da kann ich nicht viel machen. Ich meine, Leute, die mich nicht wählen wollen oder die mich nicht leiden können, was soll ich da machen? Ich kann immer nur anbieten, dass man versucht, auf einer sachlichen Ebene das zu sehen, auf einer größeren Ebene, dass es um ein größeres Ziel geht. Aber wenn jetzt Leute mich nicht leiden können, dann kann ich nur sagen, dann sollen sie mich nicht wählen. Du möchtest ja als Sprachrohr der Piratenbasis in den Bundestag einziehen. Wie schätzt du eigentlich dein Verhältnis zur Basis ein? Ich muss ehrlich sagen, ich betrachte mich ja auch selbst als Basis und die Basis in Sachsen-Anhalt ist nicht gerade groß. Ja? Mein Verhältnis zur Basis ist das, denke ich mal, wie von allen anderen auch. Ja? Mit einem kommt man besser zurecht, mit den anderen weniger, aber ansonsten versucht man das eigentlich umzusetzen, was man sich vorgenommen hat. Das heißt also, bei mir sieht das konkret so aus, in Halle, wenn eine Infostand ist, dann bin ich eigentlich meistens immer mit dabei. Also ich wüsste jetzt nicht, welchen Infostand ich nicht dabei war hier in Halle. Also dass man auch einfach mal nicht das Innerparteiliche macht, weil das sind die Dinge, die uns bewegen als Piraten. Aber es gibt ja auch noch wichtige Dinge, das, was wir hier besprechen, auch mal nach außen zu tragen. Und da bin ich eigentlich immer dabei und versuche als Basispirat immer auch, ich sage jetzt mal, die Jobs zu machen, also Flyer verteilen, Plakate aufhängen, also das, um nach außen überhaupt erstmal eine Wirkung zu präsentieren, Internetseiten zu betreuen. Wir haben ja die Gewissensfreiheit der Abgeordneten. Wie würdest du mit der Situation umgehen, wenn es zwischen der Basismeinung und deiner persönlichen Meinung Abweichungen gibt und du vor einer Abstimmung stehen würdest? Die größte Differenz, die ich bis jetzt hatte, die ist in Offenbach aufgetreten. Ich war nicht fürs BGE, ich habe mich dafür nicht gemeldet. Und habe gesehen, dass die Piratenpartei da relativ gespalten ist bei diesem Thema. Ich habe das aber akzeptiert, ja. Und es ist ja auch kein Thema, was gegen irgendwelche Menschenrechte verstößt. Ich habe das akzeptiert, dass die Mehrheit das nun mal wollte, habe mich versucht einzulesen in das Thema, obwohl es gibt auch noch viele Lücken, es ist ja ein Generationenprojekt, könnte man fast schon sagen, und habe das nun akzeptiert und habe dann das auch so am Infostand vermittelt, was wir da überhaupt wollen. Und ich denke, solange, was ich ja nicht glaube, die Piratenbasis nichts beschließt, was gegen irgendwelche Menschenrechte und gegen irgendwelche wirklichen, ich sage jetzt mal, groben Verstöße der Persönlichkeitsrechte, was ich auch nicht glaube, solange kann ich jeden Entscheid der Basis mittragen. Und ich vertraue auch darauf, dass die Basis selbst so eine Entscheidung, die man nicht mittragen kann, fällt. Natürlich bin ich aber immer noch ein Mensch und ich habe meine eigene Stimme, aber ich versuche mich natürlich daran zu orientieren, falls ich im Bundestag wäre. Also nicht nur zu orientieren, sondern das umzusetzen. Weil mein Ziel ist eigentlich, die parlamentarische Demokratie abzuschaffen. Aber das heißt nicht, dass man das in den nächsten 10 Jahren oder 20 Jahren kann. Okay, wir kommen zu den Fragen aus dem Publikum oder dem Internet. Wir haben eine Frage. Die Frage an den Kandidaten ist, meinst du für deine zukünftige Lebensführung,
ein weiteres Jahr deinen Abschluss zu verschieben, um aktiv am Wahlkampf teilzunehmen? Wer hat eigentlich gesagt, dass ich das verschiebe? Ja, also ich habe nicht vor, irgendetwas zu verschieben. Ich gehe davon aus, dass die heiße Wahlkampfzeit, sagen wir mal so, 8 Wochen vor der Wahl sein wird. Und ob ich jetzt Kandidat bin oder nicht, ja, ich werde so oder so Plakate aufhängen. Ich werde so oder so an Infoständen stehen. Ich werde eigentlich fast das Gleiche machen, was ich als Kandidat mache, bloß dass ich wahrscheinlich weniger mit der Presse rede. Haben wir noch eine Frage aus? Christian, kannst du mir bitte erklären, was Commons ist? Jetzt müssen wir darauf verweisen, meinen wir Creative Commons oder meinen wir Commons als wirtschaftliche Ausrichtung? Also das, was ich weiß von Commons, ist, dass man praktisch das wirtschaftliche System ändert. Also es ist jetzt, ich sag mal, für mich nicht einfach in 2 Minuten dieses ganze System zu erklären. Es geht eigentlich um ein System, wo Nachhaltigkeit, wo die Sachen, die man produziert, in Hinsicht Allgemeingüter sind, und es geht darum, es ist eigentlich ein ganz anderes Wirtschaften. Es soll, also Commons kommt von, übersetzt von gemeinsam, also es soll jedem zugute kommen. Und das ist jetzt das, was ich kurz in 2 Minuten sage. Es ist ein komplett anderes Wirtschaftssystem, was dort angestrebt wird. Ich würde nicht so weit gehen, dass es das Gegenteil von Kapitalismus ist. Aber es ist schon auf, als Allgemeingut, ein auf Allgemeingut ausgerichtetes Wirtschaftssystem, was nicht die Rendite und unbedingt die Produktivität im Vordergrund sieht. Also das würde ich jetzt so kurz auf einen Nenner bringen. Wann ist die Beschlussdokumentation fertig? Die letzte habe ich noch nicht gemacht, aber die anderen 2 sind im Wiki verlinkt, da wo sie immer gemacht wurden. Und zwar, weil ich bis heute nicht die Zugangsdaten für die Homepage habe, habe ich es weiter im Wiki gemacht. Also es fehlt die von der letzten Vorstandssitzung vom Montag. Tut mir leid. Aber ich wusste, dass die Frage kommt. Wir haben ja ein föderales Schulsystem, 16 Bundesländer. Jedes Bundesland spielt für sich alleine in der Bildung rum. Es ist der Tummelplatz für Kultusminister. Was ist deine Meinung dazu? Ich weiß, dass es Bestrebungen gibt, ein einheitliches Schulsystem zu haben, was in allen Bundesländern gleich ist. Wird schwer möglich sein, denn die Kultusminister und die jeweilige Regierung hat im Bundesrat ihre Stimme. Das heißt, es müssten die Mehrheit im Bundesrat dafür sein. Einen der wenigen Bereiche, wo sie die absolute Kontrolle haben, landesweit, ohne den Bund zu fragen, abzugeben, wird nicht realisierbar sein. Was aber realisierbar ist, dass bei der Bildungsministerkonferenz ein einheitlicher Standard für Klausuren geschaffen wird, Abi-Klausuren etc. Das heißt, man hat zwar kein einheitliches Bildungssystem bundesweit, aber alle Bundesländer, alle Abiturienten, jetzt in dem speziellen Fall, können natürlich auch Sekundarschüler oder Realschüler sein, hätten die gleichen Fragen. Dann würde sich natürlich, das wäre auch eine Übergangszeit meiner Meinung nach, dann würde das jeweilige Bildungssystem des jeweiligen Landes, wenn sie schlecht abschneiden, sich so hingehend verändern, dass versucht wird, dieses für alle Länder gleichen Fragekatalog oder gleiche Prüfung dann so gut wie möglich zu erledigen und nicht so, dass aus dem Ministerium in Magdeburg oder in Hannover etc. eigene Fragen hinkommen. Also ich sehe keine Chance für ein einheitliches Bildungssystem deutschlandweit, aber ich sehe eine Chance, dass wir landesweit die Klausuren, also oder die Prüfungen
auf einen Standard bringen, dass jeder die kleinen Prüfungen entscheidet. Dankeschön. So, ich sehe, wir haben keine Fragen aus dem Publikum oder aus dem Pad. Dann darfst auch du abschließend noch eine Frage ziehen. Ist das eine? Ich würde sie dir vorlesen sogar. Ja, danke schön. In welchen Bereichen der Gesellschaft siehst du den größten Handlungsbedarf? Wenn man jetzt innenpolitisch guckt, haben wir in den letzten Jahrzehnten, auch wenn es jetzt eigentlich nicht der Bereich ist, wofür ich mich explizit interessiere, haben wir wirklich, und das soll nicht polemisch klingen, es geschafft, dass wir die Gesellschaft spalten konnten. Wir konnten die Gesellschaft spalten durch die Hartz-IV-Gesetzgebung-Reform, in Arbeitslosengeld II, in Nichtstuer und Macher, also die Arbeitende. Die einen haben eine Legitimation, die anderen nicht und werden auch von der Presse immerhin getreten, dass sie praktisch auch nur Nutznießer sind. Und so ging das jetzt auch in die Köpfe rein. Das heißt, es gibt Beleidigungen, dass jemand etwas bezieht vom Staat und somit ein Nutznießer ist, obwohl er vielleicht dafür nichts kann. Und das Perverse an diesem System ist noch, dass man praktisch, und das hat Gerhard Schröder ja damals gesagt, ein Grund, warum ich aus der SPD ausgetreten bin, auch nicht der Hauptgrund. Er hat gesagt, ich schaffe in Deutschland den Niedriglohnsektor Nummer 1 in Europa. Er hat es geschafft, weil wir ein staatlich gefördertes System haben, durch die Hartz-IV-Gesetzgebung und durch die Sanktionen, die Leute in den Niedriglohnsektor treibt. Und dadurch wird die Kluft zwischen Leute, die normal arbeiten, Leute, die Jobs haben und trotzdem aufstocken müssen, Leute, die überhaupt keine Jobs haben, immer größer. Und ich merke das, wie es zumindest im Sprachgebrauch mittlerweile so ist, dass man die Menschen einfach schnell abstellen wird. In Nutznießer und in Nicht-Nutznießer, in Bezieher und Nicht-Bezieher. Und das spaltet, finde ich, unsere Gesellschaft.